Herzlich willkommen bei GTA 5 Car Tuning. Wir werden in dieser Serie jedes einzelne Auto hier in GTA 5 kaufen, tunen und uns anschauen. Wenn ihr wissen möchtet, warum ich so viel Kohle da oben habe, schaut bitte bei meinem Let's Play von GTA 5 ab Folge 68. Da erkläre ich genau, wie man so viel Geld bekommt. Wir brauchen eine Garage. Wir stehen hier vor Franklins Garage. Franklins Garage ist hier unten. Wenn man mit Michael spielt, ist es hier oben in dem Bereich. Bei Trevor hier unten in dem Bereich. Außerdem braucht ihr einen freien Platz in der Garage. Das bedeutet, wenn ein Auto schon drin steht, holt es raus, stellt es irgendwo hin. Es kann sein, dass ihr ein-, zweimal in die Garage rein müsst, um euer neu gekauftes Auto zu holen. Weil die Frage sehr oft aufkam, was passiert mit meinem Auto, wenn ich es nicht mehr finde. Geht einfach mal zur Polizei. Hier ist ein Abschleppplatz, da könnt ihr euer Auto rausholen. Außerdem braucht ihr das Handy, geht hier unten aufs Internet, auf Reisen und Transport. Und dann könnt ihr entweder bei legendarymotorsports.net ein Auto kaufen oder hier unten bei southernsanandreassuperautos.com. Gut, und somit werden wir gleich ein Auto kaufen. Wir kaufen uns heute einen Vapid Hot Knife. Ja, im Gegensatz zu gestern zum Centorno schon was ganz anderes. Ja. Sowas muss man mögen. Also ich mag sowas nicht. Also Lenkung ist... Oje. Lenkung ist mehr schlecht als recht. Beschleunigung ist jetzt auch nicht so dolle. Ja, und Bremsen auch nicht. Ja, mit so Autos kann ich nichts anfangen. Also wenn ich Millionär wäre, würde ich mir so ein Ding nicht kaufen. Aber wir wollen ja alle Autos hier in GTA 5 einmal kaufen und tunen. Ja. Und da das ein Auto hier in GTA 5 ist, werden wir das natürlich auch kaufen und tunen. So, was ist das eigentlich für ein Auto? Das ist ein Muscle Car. Okay. So, Panzerung. Karosserie. Brauchen wir Schutzblech. Okay. Also hier sieht man, da kommen nur ein paar Schutzbleche dran. Ach, bei keiner Pan... Hä? Moment. Wenn ich jetzt... Ja, komisch, eben war auf einmal eine Motorhaube da. Aha. Ich habe keine Ahnung, warum da auf einmal eine Motorhaube ist. Ja, dann machen wir mal die Schutzbleche. Bremsen. Motor. Motorhaube. Serienmäßige Motorhaube. Tri-Ansaugtrichter oder Ansaugtrichter? Ja, komm. Lichter. Also zu so einem Auto passt eigentlich kein Neon-Kit, oder? Wir kaufen es trotzdem. Gucken, wie es aussieht. Wir nehmen mal gelb. Lackierung. Primärfarbe. Nee. 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 So, schwarz. Was haben wir? Metallic haben wir genommen. Okay. Das ist so ein Auto,
Ja, ich weiß nicht. Dadurch, dass mir so ein Auto gar nicht gefällt, wüsste ich auch nicht, in welcher Farbe. In diesem Grün vielleicht. Dieses Braun, ja, würde auch passen. Gibt es kein Kackbraun? Das Weiß hier. Creme. Ich würde dieses Weiß hier nehmen. So, dann die Sekundärfarbe. Gusseisensilber. Das Weinrot. Ich weiß es nicht. Ist bei so Autos sehr kompliziert. Das Braun oder komplett weiß. Ja, ich glaube, komplett weiß passt am besten. Wir gucken noch die anderen Sachen an. Ja, das komplett weiß passt bei so einem Auto, glaube ich, am besten. So, Federung, Getriebe, Turbo, Fenster. So. Ja, so. Jetzt noch die Greifen. Felgentyp. Muscle Car. Ich glaube, die passen am besten. Wobei, die sehen auch gut aus an dem Auto. Ja, ist schwierig, wenn einem Auto nicht gefällt, das zu tunen. So. Felgenfarbe. Gibt's weiß? Das passt. Das passt. Sehr schön. So, haben wir alles gemacht. Ja, ich sag mal, jeder hat eine eigene Meinung. Mir gefällt das Auto jetzt überhaupt nicht. Kann man eher mit einem Strandbuggy vergleichen. Das Auto hier. Am Auspuff konnte ich jetzt. Der Auspuff ist ja hier vorne mit dabei. Konnte ich an dem Auspuff was machen? Nö. Wenn ich da jetzt eine Motorhaube dran mache, kann ich dann Auspuff auch nicht. Okay. Ja, dann lassen wir das so. Ich sag mal, wir können noch mal kurz gucken, wie das mit Motorhaube aussieht. Ja, das sieht halt wirklich so wie ein Uraltauto aus. Ja. Gut, dann einmal raus. Also Lenkung kannst du total vergessen. Lenkung kannst du bei dem Auto hier total vergessen. Und die Beschleunigung, ja, ist jetzt besser, aber halt auch nicht das Wahre. Ich will meinen Centorno wieder haben. Alles kaputt. Hau ab. Die Bremsen sind immer noch kacke. Boah, ich bin gerade eben gar nicht rumgekommen beim Lenken.
Also dieses Auto werden wir unter braucht man nicht abstufen, einteilen. Dann hoffentlich bis zur nächsten Folge.